Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Nachbarschaftsgag. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe einen. Pass mal auf. Okay, dann erzähl mal. Mir sind ja mal alle Pflanzen vom Nachbarn vertrocknet, die ich in seinem Urlaub gießen sollte. Ich habe gesagt, wenn ich Pflanzen bessern soll, stehe ich echt auf dem Schlauch. Ja, starkes Wortspiel. Richtig gut. Ja. Aber pass mal auf, Dirk, ich habe auch noch einen. Okay. Ich hänge ja gern mal einen Zettel im Flur des Mietshauses auf, dass es am Wochenende etwas lauter wird. Gut, es gibt zwar keine Party, aber ich mag es, wenn mich die Nachbarn loben, wie leise wir waren. Ja, finde ich Hammer. Aber ich glaube, jetzt habe ich es kurz und bündig. Noch 2 Pakete für die Nachbarn annehmen und ich habe jetzt schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen. Ja, Hammergag, der ist es. Den nehmen wir. Ja, komm, dann nimm mal den und machen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.